So, dann machen wir mal 10. Da ist ja auch noch was. 30. Ja, machen wir 10 und 30, das passt. Yes, yes, yes. So, Strom brauchen die Genossen noch. Dann kommen wir her. So. Ihr kleinen Scheißerchen. Nicht? So, dann machen wir hier maximal, machen wir mal 2 Stacks Maximum. So, grüne Chips laufen. Was brauchen wir denn für die roten? Plastic Bars und Copper Cable. Ach so, ne, und die roten, die grünen. So, Alter, jetzt ist hier oben schon mal wieder alles Schrott. Ach so, okay. Irgendwie habe ich gerade einen Denkfehler, glaube ich. Plastic Bar, Copper Cable. Ach so, nee, ich muss ja erstmal gucken hier mit den Kisten. Haha. Was fehlen da für Kisten? Da fehlen die Provider Chests. Ach, da brauche ich nur wieder Steel. Okay. Alter, diese Aufladung hier, ja. Es ist heftig. Es ist wirklich heftig. Oh yes, das ist aber schon mal hier ein größeres Feld. Ey, leck mich doch am Heck. Sieben und sieben. So, zack, zack, zack und zack. So, du machst jetzt hier gefälligst die roten Chips. Kollege Schnürschuh. Nö, 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 nö. So. Ja. Yes. Okay, Und es wird schon wieder Output. düstere Nacht. Output machen wir mal 2. So, warum machst du nichts? Aha, Plastik. Warum hast du kein Plastik? Warum kommt Plastik hier so schleppend an? Krass, was ist das hier ein Schlachtfeld, ne? Das absolute Schlachtfeld. So, ich habe noch eine Turret in der Tasche, die ist defekt. Ich bräuchte jetzt noch mal halt doch Pille habe ich noch. Mache ich noch mal ein paar. Ich brauche noch ein paar. Hoppala, eine Lampe brauche ich eigentlich nicht, aber ein paar Reparaturwerkzeuge wären nicht schlecht. Ja, es ist Ach so. mühselig. Was? Ich sage, es ist mühselig, das Ausdünnen, aber es funktioniert. Glaube ich dir. Bin gespannt, wie es dann bei dir aussieht, folgenmäßig. Ich auch. Okay, da oben geht's schon mal. Was ist das? Fehlt da Strom? Ah. Mir fehlen Batterien. Batteries. So, ich würde mal sagen, ich bin mal richtig crazy. Batteries waren hier und unten. stelle mal hier so einen Genossen hin. Zack, jetzt macht mal was. Batteries sind aber noch dran, ne? Was? Batteries sind aber noch dran, ne? Ja, da hat sich nichts geändert. Okay, super. Dann kann ich ja noch ein paar Turrets machen.
So, jetzt fliegen sie erstmal hier schön die Plastikbars nach oben. Electric Circuits fehlen mir auch noch. Nehme ich da mal irgendwas raus. Und Steel Plates fehlen mir. Und die hatte der Zwiebelpeter ganz da oben hingepackt, ne? Jo. Ja. Hat er. Hat er. Hat er. Sagt er. Ja, hat er, sagt er, macht er, kann er. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mache ich erst nochmal 10. Dann kann die Kleine einmal hier hingestellt werden und einmal repariert werden. Super. So, jetzt brauchen wir wieder. Und weiter geht's mit der Schnetzelei. Junge, mach doch bitte. Ach, der repariert sogar die Turret, weil die hier noch im Bereich ist. Wie geil. Sehe ich gerade. Die sind recht pflichtbewusst, die kleinen Scheißer, ja. Mhm. Richtig gut. Mhm. So, und was wir dann nämlich später machen können, wenn ich das hier alles in den Griff bekommen habe, können wir die Mauer ein bisschen weiterziehen. Ich habe jetzt 5 Turrets. Hier sieht halt aus, ey. Ich muss unbedingt noch mal die Bubbles wegladen. 85 Alien-Artefakte, mein Lieber. Holla, die Waldfee. Gut, ne? Das ist echt gut. Ritsch, ditsch, gut, ey. Ich hoffe, der Ramp ist stolz auf uns. Werden wir sehen. Naja, wenn dann kommt so, das hättet ihr aber auch einfach haben können. Ja, wahrscheinlich. Das ist suboptimal gelaufen, Leute. Ja, super. Aber wisst ihr was? Das Spiel macht mir so einen Bock. Ja. Und ich könnte da ständig irgendwelche Sachen ausprobieren. Auf jeden Fall, diese Tüftelei finde ich echt ganz große Klasse. Ja. Was bist du gerade am machen? Shotgun Shell Speed, ne? Bist du am erforschen? Ja, aber das fehlen Tränke, deswegen. Mhm. So, machen wir erstmal hier die raus. Ne, raus aus dem Haus. So, Dann rein ins Haus. So, dann tun wir noch braun Strom. Mich würde echt mal interessieren, wie ich diese, ich probiere das mal aus mit den Bubbles, dass ich mal so ein paar grüne Bubbles mache. Ja. Die ja dann den ganzen Schnodder hier verlangsamen sollen. Slowdown Capsule. Ah ja, die Dinger, okay. Und dann gucke ich mal, was die denn so können. Und wie ich die vor allen Dingen werfe, das würde mich interessieren. Ich weiß leider nicht. Guck doch mal ansonsten in den Dings nach. In der Anleitung wollte ich sagen. Im Menü, wie man in der Tastenbelegung wieder was gesetzt ist. Controls, ne? Ja. Pickup Items, Shoot Enemy Space, Shoot Selected ist C. So, was haben wir denn jetzt hier? Rotate ist R, Drop Item ist Z. Z? Naja, warum nicht? Cursor. Nein, war falsch. Okay, ist es nur Drop Item oder ist es Drop Item Z? Ja, das probiere ich gleich mal. Die, die und die, okay. Ob das Shoot Selected. Okay, das ist dann, wenn du da mit dem Mauscursor drüber gehst, dann siehst du den ja, ne? Ja. Okay, gucken wir uns das mal an.
Mit C, ob ich das noch behalten kann, bis ich da unten ankomme. So, haben wir jetzt alles? Super, dann kann nämlich der ganze andere Schnodder kann wieder hier rein. Damit ich da nichts verliere, wenn ich jetzt wieder auf Reise gehe. Und irgendwie ziehe ich immer abends los. Ist das euch schon mal aufgefallen? Immer wenn es duster wird, sagst du? Immer wenn es duster wird, ziehe ich los. Auch bekloppt, ne? Tja. So, jetzt habe ich hier ein Problem. Kann ich ja eigentlich mal die eine Lampe... sind die hier noch lebig oder sind die tot? Jetzt habe ich ein Problem, weil ich die Scheiße hier nochmal umziehen muss. Nee, die sind tot, die habe ich ja alle und schon gemacht. Und zwar auf, ne, die Seite. Nee. Machen wir mal einen höher, ne? So. So klappt das doch mit dem Nachbarn. na, danke. So, raus, raus, raus. Rein, rein, rein. So, wie sieht das hier aus? Fantastisch. Bestimmt. So. You make... Nee, du forderst einfach an. Stolblöden. 100 ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Und davon ein Stack. Na, 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 Jungs. Wollt ihr denn alle wirklich hinter mir her? Also ich muss ja wirklich sagen, ich liebe ja diese Funktion einfach mit dem... Einfach mit diesem Rechts-Shift, links ein Shift, rechts-Klick, dass du dann Sachen, dass du Rezepte aus den Fabriken einfach in die Kisten übernehmen kannst und automatisch dann alles eingelegt wird, finde ich geil. Finde ich richtig gut durchdacht. Ey, Alter, willst du mich verkackeiern oder was? Was ist denn? Ich bin nochmal kaputt. Ach, ich komme hier wieder. Ich komme hier wieder in Teufelsküche, ey. So, dann machen wir hier oben nämlich noch mit zwei anderen Fabriken noch die die letzten fehlenden Ärmchen. Plup, plup. Ich muss da ein bisschen näher ran. Guck mal alle her. Ja, das sieht ja gar nicht mal so gut aus. So. So, was fehlen denn jetzt noch für Ärmchen? Da fehlen die Fast-Inserter. Ne, Filter-Inserter. Die brauchen wir für die blauen Tränke, oder? Ja. So, Filter-Inserter. Filter-Inserter brauchen wir für die blauen Tränke? Mhm. Yep. Oh, richtig. Müssen wir es diesmal so machen? Da rein, da raus. So, jetzt machen die hier schon mal Tacheles. Und das dann immer auf ein Stack. Und den hier auch. So, und du kriegst noch Strom. So, perfekt. Rübe tastet sich langsam vor. So, nun machen wir bei dir Spacken. So, es sind also jetzt mittlerweile 356 Roboter dauerhaft im Einsatz. Na, 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 na. Nicht hier rüber angreifen. Nö, 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 nö. So, und jetzt können wir uns hier unten mal der Tränkeproduktion widmen. Würde ich mal sagen. Reparier mal schön. Stahl. Es fehlt Stahl, meine Freunde.
So, Bubbles ohne Ende. Ein erneuter Sieg über die scheiß Alien-Kultur hier. Mach sie alle platt. Holen. Jawoll. Guck mal auf rechte Seite, was da jetzt schon passiert ist. Du bist echt krass, Alter. Wie weit rennst du denn da weg? Also über dir ist jetzt wahrscheinlich die Monsterbasis. Mhm. Ich glaube, weiß ich nicht, haben wir da unten eine Ding stehen? Eine Radarschüssel? Nee. Aber brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht. Weiß nicht. So weit? Hatte das der Ramp nicht auch gesagt, dass es irgendwie nicht unbedingt nötig ist, so, ja, ich sag mal, ich gehe jetzt mal da hoch in die Richtung. Wie gesagt, da nicht unbedingt nötig ist, so, weil die halt so einen riesen Umkreis nimmt. Ja. So, da komme ich schon in die Nähe von den Flötis hier. Na, zwei. Gib ihm. Zack. Na nur Junge, nun mach. Oh fuck, jetzt habe ich mal ein Riesenfeld hier angelockt. Ach, jetzt habe ich hier, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. Was heißt Fehler? Aber ich habe vergessen, dass wir noch Belts brauchen. Und die habe ich jetzt hier oben nicht mit berücksichtigt. Okay, ich habe da jetzt schon mal ein bisschen in Wespennest gestochen. Okay. In dem größeren Ding da oben. Das ist ganz gut so. Okay. Dann stochern wir da doch mal ein bisschen weiter drin rum. Boah, Alien-Artefakte mittlerweile 154. Alter, komm bloß zurück mit dem Zeug, echt. Ja, ich habe die hier wieder eingelagert. Das Ding ist wie Goldstaub. Ja, ja, ich weiß. Das ist der Hammer, ist das. Sehr wertvoll. Ja, da sagst du etwas. So, was brauche ich denn wieder? Batterien fehlen mir wieder aktuell. So, und das machen wir mal auf zwei Stecks. So. Also. Tränke laufen auch. Wieder. Ach so, ja, genau. Ich wollte das ja mal mit den Popeln hier gucken. Mit den Bubbles, wie das denn geht, wie sich das verhält. Dann gleich. Es ist Tag jetzt, ne? Da sieht die Rübe natürlich auch wieder ein bisschen mehr. Er macht noch meine Turrets. Lass mal die ganze Kacke abreißen. Hier den ganzen Rummelskram wegballern. Den ganzen Rotz wegballern. Da hinten sitzen sie jetzt und warten, die kleinen Schweine. Die sagen, komm doch. Keine Eier. Ja, das Gute ist, ich habe die da hinten weggelockt. Und habe die jetzt ein bisschen getrennt von ihrer Base. Okay. Das ist gar nicht mal so übel. Dann kann ich mich da nämlich mal langsam eben rauswagen. So, die ist kaputt, ne? Hast du sie kaputt gemacht? Ja, ja. Schatze, haben sie wieder kaputt gemacht. So. Wo hängen die ganzen Typen denn rum? So, den Kack hier mal abreißen.
So, nehme ich die eben mit. Die Ach, weißt du was? Wir haben doch auch schon Blueprints erforscht. Was? Ja. Mit diesen Blueprints kannst du Sachen einfach sagen, reiß ab, bau nochmal woanders neu. Dann kannst du Sachen nämlich quasi automatisieren. Okay. Weil... Der ja, ist das gut. Ist scheiße, dass das da so oben ist. Was fehlt mir denn da jetzt? Grüne Circuits. Die waren jetzt alles hier, alle hier schon kaputt, ne? Okay. Wo sind sie? Da sind sie. So, dann nähern wir uns mal eben ein bisschen an. Wieso ist hier unten eine Storage Chest? Ach, Kacke, ey. Diese verdammten Kisten. So, was ist was denn? Eine Active Provider. So, zack. Da könnt ihr den Scheiß schon mal schön wegtragen, na. Sehr schön, sehr schön. Ich klau mir mal da unten aber... jetzt kommen hier gerade ein paar viele rote Chips an. Geil. Nehme ich mir mal die Hälfte. Ich hatte noch welche, dann baue ich noch mal ein paar neue Roboter. Ein paar mehr Sklaven der Lüfte. Muhaha. So. Oh, Wire New Work. Oder 100 nochmal. Geile Scheiße, Alter. 100 nochmal hier. Jetzt geht's richtig vorwärts. Ach, ist das schön. So, nochmal eben alle weglocken hier. Und dann können wir mal hier nochmal eben reparieren. So, die hier hinten laufen noch autark. Das ist wieder düster wie im Sack hier, ne? So, dann warte ich noch auf die zweite. Oh, diese Gerät leer. WTF, was war das denn? Was denn? Da hat mich gerade einer weggebombt. Sowas. Alter. Hauen wir nochmal ein paar Speed-Module hier rein. Wir haben sie ja. Sagt nämlich der Strom. Ah, ich brauche einfach nur da draufklicken, dann werden die verlangsamt. Nützt das denn überhaupt was? Ja, du kannst dann, glaube ich, besser abhauen. Ja, aber da treffe ich irgendwie immer nur einen mit. Cool, Next Base ist... Eigentlich solltest du damit so einen Flächenschaden machen. Mhm.
So, Next Base ist fertig. Sehr gut. Dann gehen wir oben an den Rest. So, jetzt gucken wir nochmal nach der Tränke hier. Achso, Moment halt. Das müssen wir noch aufbauen. Nehmen wir die Jungs noch mit.